Lilo, heute mal ein kleines Testvideo, ein kleines Testvideo. Wir sind hier unter Ubuntu 13.10, mein schon etwas angepasstes System. Ne? Ich habe hier Unity entfernt und so weiter. Hier ein Intel Core i5 drauf, 2,5 GHz mal 4. 32-Bit-System, warum es wichtig ist, zeige ich später. Wie gesagt, hier ist ein ziemlich schon verbasteltes, wie ich immer gerne sage, Ubuntu-System. Ja, 32-Bit, erkennbar an i 686 und wir haben Ubuntu 13.10 drauf. Und wir testen heute mal, was mit dem Firmware Player so geht, ne? Und zwar ist es ja so, ne? Wenn man jetzt ein Windows-Programm im Firmware Player ausprobieren will, dann hat man oftmals Probleme, zum Beispiel mit Spielen und OpenGL und Treiber. Gut. Da ich hier sowieso schon meine optischen 3D-Spielerchen gemacht habe, habe ich den proprietären Treiber von Nvidia genommen. Der läuft bei diesen optischen Spielereien schneller. Und das hier ist dann auch wichtig, sehen wir der warum. Allow Flipping ist hier ausgeschaltet. Das führt bei Videoaufnahmen, so wie ich sie mache, oftmals zu Fehlern, zu Flackern. Ich hoffe, dass jetzt keine Flackerei passiert. Nur mal zur Information, diese Grafikkarte ist hier mein PC Lenovo All-in-One installiert. Gut, was machen wir jetzt? Mein Test, ne, ich mache über Jahre schon immer wieder mal einen kurzen Test, ob Megacut hier unter Linux läuft. Gibt es noch keine Linux-Version hier? Hallo an Megacut, es fehlt mal so langsam Zeit. Ne? 2014 wird Linux, nämlich Windows, überholen, zumindest dann, wenn man die ganzen Android-Installationen mit einrechnen. Ne? Hier kann man eine Testversion downloaden, 30 Tage Testversion habe ich mal gemacht. Interessant ist bei der Nummer, interessant ist bei der ganzen Geschichte. Wir sind ja, wie gesagt, hier in einem 32-Bit-System. Und ich habe den Firmware-Player als 32-Bit-Version hier drauf. So, das ist natürlich ein 64-Bit-PC. Und auch das Ubuntu-System ist ein 32-Bit-System, wie ihr sehen könnt. Gut, dann habe ich ein 64-Bit-Windows installiert und Megacut 64-Bit in der virtuellen Maschine. Und das funktioniert interessanterweise erstaunlich gut. So, Firmware Player. Wie gesagt, die meisten wollen mal probieren, wie ist das mit Spielen und so weiter. Ich benutze lieber das Cut-Programm, hier in dem Fall Megacut. Weil das auch sehr grafiknah ist, ne? Wer schon mal Computer-Aided Design gemacht hat, der weiß, was ich meine. Edit Virtual Machine Settings. Ich habe ihm mal mittlerweile 2 GB RAM von meinen 4 spendiert und 2 Prozessoren von meinen 4, beziehungsweise eigentlich sind es theoretisch, glaube ich, sowieso nur 2 mit jeweils 2 Threads. So ist es eingestellt, ne? Hier. Ich habe hier übrigens Netzwerk abgeschaltet, brauche ich jetzt nicht wirklich für Windows. Jetzt habe ich dann, wie gesagt, mal Windows 8 ungewöhnlicherweise für meinen Kanal installiert. Für all diejenigen mal zu zeigen, was überhaupt so geht. Ne? Wie gesagt, hier Linux-System, Firmware Player 32-Bit-Version, 64-Bit Windows drauf und 64-Bit Megacut. Ne? Gut, ich habe vorhin, als ich das schon mal ausprobiert habe, einfach geschlossen. Dann merkt er sich den Zustand, den Status der virtuellen Maschine und stellt diesen wieder her. So, hier sehen wir übrigens auch immer so ein bisschen die CPU-Auslastung hier. 2 Prozessoren zugeordnet, ne? Windows, ich habe mal das Netzwerk abgeschaltet, wie im letzten Video zu sehen. Falls ihr das doch nochmal reconnecten wollt, könnt ihr mit Rechtsklick connecten und das Netzwerk aktivieren. Brauche ich hier fürs Megacut nicht. Wie gesagt, warum? Hier habe ich die Installationsdatei einfach rüber kopiert. Ne? Das ging ganz schmerzfrei. Ich brauchte eigentlich nur Rechtsklick kopieren und da wieder einfügen oder per Drag and Drop rüberschieben. Gut, dann habe ich es installiert. Das ist wie gesagt eine Testversion. Deshalb muss man hier entweder die Lizenz anfordern, wenn man es länger nutzen will, oder einfach Programm starten, kann man es 30 Tage nutzen. Ist bei mir dann immer so zu gucken, geht OpenGL und so weiter. Ne? Wie gesagt, mit den passenden Treibern geht es wunderbar. Gut, sehen wir hier bereits. Wir sind hier bereits im OpenGL-Modus und trotzdem funktioniert alles CPU. Seht ihr, wenn ich da so ein bisschen was mache, geht es natürlich in die Höhe. Klar, 2 Prozessoren zugeordnet. Ich mache mal den Hintergrund ein bisschen anders, damit man das hier so ein bisschen besser
Sieht okay, so sieht es angenehm aus. Funktioniert. Funktioniert prima. Kann man natürlich die virtuelle Maschine auch in den Fullscreen-Modus setzen. Da hat man Vollbild. Mache ich hier jetzt nicht, damit wir immer nochmal die CPU hier nebenbei sehen. Gut. Megacut. Malen wir schnell mal was. Ich gehe mal Strichelchen malen. Malen wir da mal so ein Viereck. So. Und Rechtsklick wieder raus. Und Volumenmenü hochziehen an der Kontur. Rechtsklick genug. Zack, haben wir einen Würfel. Kann man da noch einstellen, wie groß er sein soll. Fertig. Na, funktioniert. Funktioniert überraschend. Prima, hier überhaupt keine Probleme. Keine Abstürze, kein gar nichts. Na, CPU mal beobachten, geht natürlich in die Höhe. Aber funktioniert. Ne? Das ist erstaunlich gut. Gut, natürlich sind die VMware Tools installiert. Ne? VMware Tools könnte ich installieren, damit die Grafikbeschleunigung und so weiter prima funktioniert. Haben wir dann hier ein zusätzliches Laufwerk hinterher mit den VMware Tools. Ne? Sieht man hier DVD-Laufwerk VMware Tools. Und von dem aus kann man natürlich dann die entsprechenden Tools installieren, damit die Verbindung zwischen dem Gastbetriebssystem hier Windows und dem Hostbetriebssystem hier Linux prima funktioniert. Also das hat mich schon erstaunt, ne? Geht alles schmerzfrei. Ich habe mir mit Setup Menü belegen auch noch zusätzlich hier kleine Spielereien eingebaut, ne? Dass ich hier zum Beispiel mal etwas anderes einstellen kann, wie zum Beispiel Flaschenglas oder machen wir mal Fliesen zuordnen. Ne? Jetzt hat das ein interessantes Oberflächenmuster, das man auch noch bearbeiten kann. Ne? Deshalb benutze ich Megacut ganz gerne. Kann man die Größe noch einstellen, sagen wir mal, was will ich, 100 statt 700, dann wird es ein bisschen kleiner. So, schließt, funktioniert prima. Ne? Funktioniert außergewöhnlich prima. Hier auch unter Linux. Ne? Wie gesagt, bei größeren Modellen müsste man mal checken. Es wäre dann natürlich angebracht, der virtuellen Maschine gegebenenfalls mehr CPU-Power zu geben oder für Cut-Systeme generell eine bessere Grafikkarte, noch eine schnellere zu nehmen, aber funktioniert. Ne? Funktioniert alles ausgezeichnet. Male ich nochmal ein bisschen was, damit ihr das seht, was das überhaupt für ein Ding ist. Malen wir mal ein paar Strichelchen, Abstand von 20, Enter, auf diese Ebene da oben, so. Kein Element im Cursor-Bereich, heißt, ich habe mich verklickt irgendwo, ich bin nicht genau genug an der Kante dran. Gehen wir mal hoch, klick und ziehen wir mal was ab. Jetzt kann ich sagen, nicht hochziehen, sondern von 0 bis minus 1000, sagen wir mal, okay. So, da haben wir dann einen zusätzlichen Körper erzeugt, den ziehe ich jetzt ab mit minus, zack, zack. Jetzt habe ich so ein Dingenskirchens hier, ne? Kann ich schon so durchgucken. Gut, auch mit Spiegeleffekte und so weiter. Deshalb benutze ich Megacut ganz gerne. Gut, ähnliches dürfte dann natürlich auch für Spielchen sein, ne? Spielchen funktionieren. Wollte ich nur mal kurz gezeigt haben. Interessanterweise, Megacut in der 64-Bit-Version habe ich hier vom Stil her schon die Fluent-Oberfläche abgeschaltet. Die stört mich, ne? Die nimmt mir am oberen Rand zu viel Rand an. Da kann man natürlich die Dateien speichern, will ich jetzt hier nicht. Sagen wir mal nicht speichern. Wer will schon mein gemalster Programm starten? Also diese Fluent-Oberfläche hier oben, die stört mich. Dann gehe ich auf Fluent-Oberfläche aus und beim nächsten Neustart habe ich da mehr Platz in meiner virtuellen Maschine. Wie gesagt, das Ganze kann man natürlich auch im Vollbildmodus hier machen. Geht ganz wunderbar. Was nicht ganz so gut funktionierte, war der Unity-Modus. Ne? Das hat nichts mit dem Unity zu tun, das man von Linux kennt, sondern da sieht so aus, als wäre Megacut hier ein einzelnes Fenster unter Linux. Ne? Also das ist dann noch so ein bisschen buggy, geht aber wunderbar. Habe ich mein normales Linux-System und habe auch Megacut. Ne? Gut, dafür kann Megacut nichts, dass das hier so ein bisschen buggy ist. Das ist der VMware-Player, der noch nicht ganz 100% erkennt man auch immer ganz gut an dem Symbolchen, das hier erscheint. Das ist gar kein Linux-Programm ist, sondern eine VMware-Applikation, die nur so nebenbei läuft. No, gut. Da wieder zurück. No, kann ich wunderbar als Einzelfenster benutzen. Kann da genauso dann irgendwas malen. Ja, da kommt es zu leichten grafischen Problemchen. Deshalb benutze ich den Modus nicht so gerne.
und schalte das hier oben wieder ab. Exit Unity. Das scheint mir dann so ein bisschen buggy zu sein. Also der Unity-Modus von VMware Player gefällt mir da noch nicht so hundertprozentig. Gut, ich hoffe, ihr mitgeholfen habt. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.